Du musst hier hingucken. Aus der Doppeldeckung. Ja? Du musst aufpassen, wie das geht. Darf nicht zu fest sein, ja? Nächstes Mal musst du alleine machen. Mehmet Aksu ist der Cheftrainer bei den Faustkämpfern Köln-Kalk. Die Trainingshalle des Boxvereins ist wie sein zweites Zuhause. Das fing mit einer kleinen Auseinandersetzung auf der Straße an. Da hat ein ehemaliger Sportler hat mich dann da so entdeckt, hat mich dann am Nacken gepackt, hat gesagt, bevor du das da draußen irgendwie machst, kannst du das im Ring machen. Ja, und seitdem bin ich beim Boxsporn. Bin ich auch froh, dass er das gemacht hat. Wenn du müde bist, niemals hinsetzen. Hände nach oben gehen, ja, aber nicht hinsetzen. Seit er 13 ist, ist Mehmet Aksu bei den Faustkämpfern. Ja, schön. Dreimal die Linke. Alfred Sauer gründete den Club bereits 1951 und prägte die Vereinsphilosophie. Wir wollen die Jungs zu richtigen Männern ziehen und von der Straße wegholen. Der Ex-Boxer und Clubgründer brachte auch viele Einwandererkinder zum Boxen. Vater der Türken. Das ist bis heute sein liebevoller Ehrentitel. Komm, Leute, warm laufen! Kommt mal ein paar lockere Hände mit ein. Inzwischen sind die Faustkämpfer von Köln-Kalk in den Stadtteil Ehrenfeld gezogen. Das Geheimnis des Boxclubs? Die Faustkämpfer bleiben sich selbst treu. Der Verein hat über 450 Mitglieder und sie kommen aus mehr als 15 Nationen. Unsere Tür ist für jedermann offen, auch für jede Frau. Und wir machen absolut keine Unterschiede. Jeder, der durch die Tür reinkommt, ist herzlich willkommen. Solange er seine Nationalität und Religion draußen lässt. Eins und zwei. Das Training ist ein Garant für Muskelkater. Auch für die Mädchen und jungen Frauen, die hier mittrainieren. Das ist Charaktersport. Fangen 100 Leute an. Nach 6 Monaten hast du nur noch 5 da stehen. Nicht jeder kann einstecken oder dieses harte Training durchziehen. Es bedarf schon viel Disziplin und viel Geduld. Boxen tut weh, auch wenn man beim Sparring nicht voll durchzieht. Peter ist 26 und pendelt zwischen 2 Sportarten, dem Basketball und Boxen. Er bereitet sich gerade auf seinen ersten richtigen Kampf vor. Weil ich Boxen jetzt seit mehreren Jahren so halbherzig als Hobby mache, aber unbedingt das einmal gemacht haben will, einfach für mich selbst, damit ich, wenn ich mal 40 bin, nicht irgendwie sage, okay, hätte ich mit Mitte 20 vielleicht mal den Kampf gemacht und jetzt ist es zu spät. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt nach dem Kampf ein anderer Mensch bin, aber ich wäre einfach stolz auf mich, wenn ich den Kampf von Anfang bis Ende mache, egal ob ich jetzt gewinne oder verliere. Auch wenn es schon beim Sparring den ein oder anderen Treffer gibt, die Stimmung im Boxclub ist sehr familiär und herzlich. Aber wer sich nicht an den strengen Boxkodex des Clubs hält und sich auf der Straße prügelt, hat hier keinen Platz. Nur so bleibt man erfolgreich. Es gibt manche Vereine, die sind seit Jahrzehnten da, haben bis heute keinen deutschen Meister. Und wir haben fast jedes Jahr oder alle 2 Jahre mal eine deutsche Meisterin oder deutschen Meister hervorgebracht. Und das ist eine Riesenleistung. Und das passiert aber letztendlich nur dadurch, weil wir keine Unterschiede machen. Uns ist es egal, ob jemand aus Bimbistan kommt oder sonst irgendwo herkommt. Hauptsache, wie gesagt, er hält sich an die Regeln. Dienstag, Besuch im Boxclub. Präsident Mesut Sakar ist sehr erfreut. Super, seid ihr motiviert? Wie immer. Die Faustkämpfer Köln-Kalk sind ein Musterverein. Jeden Dienstag kommen 2 Nachhilfelehrerinnen von einer studentischen Bildungsinitiative. Auch schulische Defizite werden hier ganz offensiv angegangen. Dieses Förderprogramm für benachteiligte Jugendliche haben die Boxer Kids for Future genannt. Zur Teilnahme wird keines der Kinder gezwungen. Viele kommen ja freiwillig durch Mundpropaganda, weil die hören, dass dieser Faustkämpfer Köln-Kalk und Kids for Future ein super Verein ist. Die andere Gruppe von Jugendlichen, die holen wir natürlich rein. Wir gehen raus auf die Straße, auf den Spielplätzen, U-Bahnen und fragen die Kinder, was sie den ganzen Tag machen. Warum die nicht mal sich sportlich betätigen wollen. Ja? Und dass sie mal laden die ein, dass sie mal zu uns in die Halle kommen und hier mal ein bisschen sich auspowern. Und 70-80% der Kinder, die wir holen, die bleiben auch hier und die ändern sich. Und das ist ein schönes Gefühl. Über Integration, sagt Präsident Mesut Sakar, kann man viel reden und meckern. Aber
selber anpacken. Darum geht es. Jawohl, mit dem Blatt nur ein bisschen schneller. Geht doch. Die Trainingssprache im Verein ist Deutsch. Denn nur so bekommt man die Jugendlichen aus zahlreichen Nationen unter einen Hut. Ich glaube, dass die Kinder, die zu uns kommen, und die Jugendliche, was bekommen, was sie zu Hause nicht bekommen. Ja, diesen Respekt, den wir hier wiedergeben, die Gleichberechtigung, die Liebe. Wir geben den Mut, die Motivation, ja, und die Liebe, die wirklich nicht gespielt ist, sondern wirklich ernst gemeint ist. Ja, und wir wollen allen Kindern helfen. Nicht nur bei den Problemen zu Hause, sondern auch in der Schule, bei der Arbeitssuche, Ausbildungssuche. Und das merken die Kinder. Hart, aber sehr herzlich. Ein Konzept, das bei den Faustkämpfern Köln-Kalk schon lange aufgeht.